Ja, hallo und seid gegrüßt, meine lieben Schlechtwetterangler. Ich bin euer Affenkönig Dämlich. Das ist The Fisherman Fishing Planet auf der PS5 in 4K. Und wir sind hier in den Niederlanden. Jetzt von New York hierher gereist, vom Emerald. Und ich habe mir gedacht, Mensch, auf Regenwurm hier vielleicht auch mal Flunder und alles Mögliche, was so geht. Warum nicht? Ein Versuch ist es wert. Wir müssen ja eh noch auf Level 34 kommen. Und somit gehen wir auch hier noch mal hin. Das ist schon eine ganz schöne Ecke hier her, wo wir mal hierher gegangen sind. Das ist wirklich schon lange her. Was liegt denn hier? Oh, ich dachte, da hat jemand Ziegelsteine hingeworfen. Naja. Da passe ich ganz genau auf. So, jetzt auch mal schnell geguckt. Bisszeit ist super geil aktiv. Gut, dann können wir gleich Rutenständer. Ich bin jetzt erstmal hier in die linke Ecke gegangen. Zu diesen Abwasserrohr. Da würde ich gerne mal rauswerfen. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass die Aale hier so ein bisschen hier so in der Ecke so lang ziehen. Hier, so, hier, wo die Kante nach unten geht. Ihr wisst schon, was ich meine. So auf dem Tablet. Sieht man hier natürlich nicht allzu viel, aber diese Kante hier, die möchte ich jetzt befischen. Ich markiere mir die einfach mal so ein bisschen weiter hinten. Ich weiß nicht, wie viele Meter das jetzt waren. Nee, okay. Nee, müsst man eigentlich sehen beim Absinken. So, Spinnrute. Da habe ich jetzt ganz ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt, was da hier die Fischbrüder so mögen. So, hier hat man den einzigartigen Aalan, den hat man hier schon mal gefangen. Amerikanischer Hecht, normal, ja, ich nehme an, das ist eher der europäische Hecht. Brasse, einzigartig geil. Dicklippige Meeresche, einzigartig geil. Die mag Narrow Spoon. Dann werde ich mal auf die gehen als allererstes. Aal einzigartig, sehr schön. Flunder, Flussbarsch. Rotauge, auch interessant. Und ich habe mich jetzt einfach mal erstmal für den Regenwurm entschieden, um vielleicht eine Trophäengrundel, die hat man glaube ich noch gar nicht fangen zu können, und viele andere schöne Fische. Den Zander werde ich mal auf dem Grund verfolgen. Wir werden sehen. Gut, ich würde sagen, hauen wir erstmal. Ach nee, das ist die kleine Spinnrute, da können wir auch eher die nutzen. Weil damit vielleicht noch mal ein paar mehr XP abräumen als mit den anderen. Blutesel hat man hier noch dran. Da hänge ich jetzt mal den stinknormalen Regenwurm dran. Davon haben wir 21 Stück. Obwohl aufgrund... nee. Ich hatte nicht mehr viele Elritzen. Aber der frisst auch noch ein paar andere Sachen. Der... haben wir jetzt gar keine mehr. Ich dachte, wir hätten noch ein paar. Okay, da muss ich mal kurz umschwenken. Was frisst denn der Zander noch, der alte Bursche? Aufgrund. Kleine Ritzenscheiner Blutegel. Oh, der frisst Blutegel. Stimmt. Dann können wir doch vielleicht hier selektieren, wenn es schon nicht... Am Emerald hat es nicht so richtig geklappt. Wir haben viele Zander gefangen, aber keine... auf Blutegeln. Schön Barsch hat man auf Blutegel. Also von Emerald war das echt ein schöner Barsch. So, wie tief haben wir es? 4 Meter, ich denke. Da liegt man ganz gut. So, und Morgenstund hat Zander am Grund. Deswegen gleich weiter im Text. Posenangel. Da haben wir noch eine Ritze dran. Die letzte allerdings. Und da möchte ich eigentlich auf den Regenwurm gehen. So, wie tief hängt denn das Ding hier? Gehen wir mal auf den fluffigen Meter. Und lassen das... da hinten. Der räubert es ja ganz schön da hinten. Und hauen wir hier hin. So, und ich nehme an, da kommt nachher gleich wieder der Uni vorbeigefahren mit seinen dicken Karren. So, die lassen wir mal richtig schön hier raustreiben. Und ich wollte die Tora nehmen.
Gut, dann machen wir hier uns Narrow Spoon dran. Da könnten wir doch. Ah, hier haben wir noch Chats. Schöne Gummifische. Natürlich auch gut für die Zander. Ja, jetzt kommt doch einer lang gefahren. Ich höre es doch schon. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Nee. Narrow 14 Gramm. Ja, das sollte funktionieren. So, da gucken wir doch einfach mal, ob wir hier so eine Meeresche. Nee, was war das? Dicklippige. Ja, bin ich ja total verrückt jetzt. Ich weiß nicht mehr, was es für ein Fisch war, Leute. Ach, ich glaube, so viele hat man noch gar nicht gefangen davon. Ich lese mir die nachher nochmal durch. Ist das für Burschen Sinn? Und Mädels natürlich auch. So, und ihr wisst ja, es bringt ja nichts, wenn ich keinen Schluck Kaffee nehme. Deswegen Prösterchen an euch, was auch immer ihr gerade schnabuliert oder trinkt. Ja. Gut, machen wir unser schnelles Stop and Go. Ey Uli, fahr mir aber nicht in die Leine, sonst raucht's, mein Freund. Oh, da hat was angebissen, direkt an der Kante, schätze ich. Na, schauen wir doch mal. Was bist du denn? Oh, der schöne Aaland. Das sind auch herrliche Fische. Gibt's hier bei uns leider auch nicht. Würde ich gerne mal fangen. Wenn ihr schon einen gefangen habt, schreibt mir mal in die Kommentare, was das für ein Spaß war. Ja, servus, grüß dich, Juri. Okay, die Aalande wollen also auch den Nervus. Dann sollte ich, wenn wir jetzt hier ganz viele fangen, vielleicht noch mal ein bisschen anders selektieren auf andere Köder. Und da ist schön eingestiegen. Hat gut geklappt. Die Pose treibt langsam her. Sehr schön. Na, da macht schon wieder ganz schön Lärm. Eigentlich ist das hier Idyll. Wirklich eine richtig schöne Ecke. Es könnten da hinten sogar die Aalande sein, die da rum. Oh! Uli, Mensch! Muss das nur sein? Ich glaube, also. Der fährt den ganzen Tag sein Kahn hier. Sag mal, du hast wohl fünfte Klasse Abgang oder was? Junge, 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 kein Anstand. Ja, das könnten da hinten doch die Aalande sein, oder was soll das sein für eine Fischart? Schreibt es mir auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Hör! Auf jeden Fall könnt ihr gerne mal ein Abo da lassen. Das kostet euch nichts. Und ja, ihr kriegt dann vielleicht eine kleine Info. Die Glocke ist euch überlassen, ob ihr die aktivieren möchtet oder nicht. Aber ein Abo wäre schon mal richtig nice von euch. Ihr wisst ja eh, dass meine Videos jede Woche rauskommen. Ungefähr um dieselbe Zeit. Freitag bis Samstag, wenn nicht die Holzleitung streikt. Momentan hat sie es ganz gut eingepegelt. Ist nicht die beste Leitung, aber so ist es nun mal auf dem Land. Da gibt es ja nichts. Ich glaube, da hat der Schuss weg. Also der ist schon zu lange auf dem Kahn. Der hat so viele Winter gesehen auf dem Ding. Deswegen kann der ja nicht aufhören, die ganze Zeit blöd rumzuhuben. Ich sage dir, du. Rundrute komplett still, schade. Aber manchmal hilft ja auch einfach mal verschiedene Sachen, auch die Pose einfach mal neu auszubringen.
1-0er Haken. Gehe ich mal. Ich gehe mal auf eine Nummer kleiner. Wenn wir hier im Brassen landen wollen oder so, können wir hier ruhig mal so ein kleines Dingelchen dran hängen. Aber wie gesagt, der Blutegel. Vielleicht sollte ich halt auch eher den Shiner mal probieren. Ich kann ja natürlich auch mal, komm, wir riskieren mal was. Wir gehen mal auf richtig tief. Und somit hängen wir die Arme auf den Grund. Müssen wir nochmal gucken, wie tief es hier ist. Den Stellen. Ja, da steht es aber. Gut, 4 Meter hat man, also sind wir hier noch nicht ganz an der Kante. Aber vielleicht treibt sie auf die Kante zu. Das wäre mir ja auch ganz lieb. So, und unser Kescher hatte beim letzten Zurückreisen noch 11%, also nicht mehr allzu viel. Die Blutegel, die wollen immer, die will keiner. Also vielleicht ein paar Wälse am näheren River, aber hier gibt es, glaube ich, gar keine Wälse. So, jetzt versuche ich auch mal hier die Kante zu finden. Sieht jetzt nicht schlecht aus, ist lange gesunken. Zwar keine Anzeige, aber mein Gott, ist ja nicht ganz so schlimm. So, was hätten wir hier noch im Angebot? 21 Gramm. Gut, damit kommen wir vielleicht noch mal weiter raus. Ja, da macht man einen ordentlichen Satz. Das sieht gut aus. Sehr, sehr schön. Tja, Leute, und der Oktober ist da. Ich mag aber eigentlich die Jahreszeit. Ich bin ein bisschen ein Herbst-Fan, muss ich sagen. Weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich im Herbst geboren bin, aber irgendwie gefällt mir so diese goldene Jahreszeit, auch wenn es dann oft mehr stürmt und verregnet ist. Kann man sich schön nach Hause zurückziehen, ein bisschen zocken. Ab und zu auch nochmal natürlich schön rausgehen, ein bisschen angeln, Wetter genießen. Und die Sonne scheint. Da hat sich was Schönes. Ich dachte, hat aber viel Lärm gemacht am Anfang. Da hat sich einer eingehangen. Ist das ein Zander? Witteraalen, die knallen ganz schön drauf, die Jungs. Keine kleinen, gell? Schöne Fische. Schöne, schöne Fische. So, wenn jetzt hier vorne nicht klappen sollte, dann haue ich die ganze Rutenbesteck auch noch mal weiter nach hinten. Ja, da sinkt es aber ganz schön lange, mein lieber Schwan. Hat sie jetzt Grund berührt, die Pose? Habt ihr das gerade gesehen? Hat sich gerade so ein bisschen hingelegt, als wäre da so ein Hebebiss im Gange. Oder es will ein Kollege schnabulieren. Das wäre natürlich das Beste. Jetzt ist wieder ganz still. Da hinten ist der Windpark. Ja, bisher nicht die beste Stelle. Aber was nicht ist, kann er noch wärmen.
Oh. Endlich mal was. Hör. Okay, da ist was eingestiegen. Mittelklassefisch. Das ist ein Zander. Yes. Okay, da haben wir die schon mal hier ein bisschen am Spot. Nicht verkehrt. Schöner Fisch. Sieht echt geil aus. Finde ich viel, viel hübscher als die ganz normalen amerikanischen Glasaugenbarsche oder Zander, wie sie dort auch genannt werden. Ich glaube aber, es sind eher Glasaugenbarsche, die goldenen. Also, die sehen sich ganz, ganz ähnlich, Glasaugenbarsche und Zander. Könnt ihr ja mal googeln. Schön. Geil, geil. Natürlich jetzt auch nicht so viel XP, aber das war jetzt hier vorne, also. Passt das schon? So, ich gehe jetzt aber noch mal. Vielleicht halt doch nicht so in der Tiefe. Gehe jetzt mal ziemlich weit hoch. Ich denke mal, Brass und Rotauge könnte natürlich auch recht hoch stehen. Also fangen wir jetzt mit unserer 80 an. On the spot. On the spot. Und die stehen doch hier garantiert irgendwo in Ufernähe. Kann mir doch keiner erzählen, dass die 20 Kilometer draußen sind. Das glaube ich nicht. Weil wenn es hier vorne abfällt, werden die sich dort irgendwo verstecken, die Brüder. In echt wäre es zumindest so. Natürlich, wenn irgendwo in der Mitte eine schöne Krautbank wäre, dann sollte man die natürlich anwerfen. Aber wenn man im Gewässer nur Struktur hat, dann stehen sie auch irgendwo in der Senke oder, ja, ihr wisst es ja selber, wenn man selber angelt. Jetzt wollte ich aber noch mal schnell gucken bei. Der mag auch den Nervo. Die mag den Nero, Nanospinner, Chatworms, Grubs, Krebs. Ist doch die Meeresche. Die dicklippige Meeresche. Chelum labrosus ist ein Küstenfisch, der typischerweise in Lagunen und Mündungen sowie in den Süßwassergebieten des Mittelmeers und des Schwarzen Meeres sowie des Nordatlantiks vorkommt. Diese Fische leben küstennah in Schwärmen und sind gut an Süßwasserumgebungen angepasst. Die dicklippige Meeresche ist gekennzeichnet durch ihren länglichen Körper mit zwei kurzen Rückenflossen, einem flachen Kopf mit einem kleinen zahnlosen Mund und eine sehr dicke Oberlippe. Diese Fische werden typischerweise etwa 32 cm lang und haben ein Durchschnittsgewicht von 0,5 bis 2 Kilo. Doch einzelne Exemplare können auch ein Gewicht von 3,5 Kilo erreichen. Sie ernähren sich hauptsächlich von kleinen wirbellosen Tieren, Algen und Wasserpflanzen. Ja, aber trotzdem ein geiler Fisch. Würde ich auch gerne mal beangeln. Ich denke mal, die machen Alarm, weil das so Meerfisch ist. Die werden ganz schön Kraft haben an der Rute. So, den Flussbarsch in Trophäe. Okidoki. Zander natürlich ist klar. Was will er hier? Die Flunder hat man da auch eine einzigartige gefangen? Das weiß ich gar nicht mehr. Kann aber sein. Chat. Chat. Die würde auch im Chat nehmen. Okay, dann hau ich mir doch einfach mal einen Chat drauf, oder? Wäre doch jetzt gar keine so schlechte Idee. Lasst uns das mal versuchen. Das wird natürlich wahrscheinlich alles ein bisschen leicht, wa? Das könnte alles ein bisschen leicht, aber vielleicht komme ich trotzdem bis an die Kante. Ja. Da sagen sie es schon.
dass das zu leicht ist. Ja, weit ist es nicht. Mal schauen, ob sich trotzdem einer meldet. Zuppelt das etwa jetzt endlich mal an unserer Posenrute? Das sieht mir danach aus. Das sieht mir stark danach aus. Jawohl, meine lieben Freunde. Können wir vielleicht den ersten Posenfisch gerade. Oh, das ist doch eine Grundel, hä? Nee, ein junger Klodeckel hängt dran. Ein ganz junger. Schön. 21 cm, aber nächste Fischart. So, gut, gut. Dann lassen wir das doch mal einfach hier. Lass mich doch mal hier direkt vor das Rohr hauen. Ja, da hinten ist doch so ein bisschen Schilf, wa? Hier mal direkt in die Ecke kacheln. Ja! Ja, da gehen natürlich auch die kleinen Fische ran bei den kleinen Haken, aber geschenkten Fisch guckt man nicht unter die Gräten. Das wisst ihr doch. Okay, jetzt können wir mal drehen hier. Dann können wir da hinten unsere Pose. Sehen wir zumindest ein bisschen was. Und mal gucken, ob wir gleichzeitig hier vielleicht noch auf den Chat was Schönes fangen können. Aber ich mag es in den Niederlanden. Wenn ich hier so Uli alle 2 Minuten vorbeikommt, ist echt eine schöne Ecke. Wie gesagt, in dem Parts, die jetzt so die nächsten, na, ich sag mal so die nächsten 4, 5 Parts, könnt ihr mir gerne mal ein paar kleine Tipps reinschreiben, die jetzt nicht komplett spoilern, aber so ein paar kleine Tipps. Da sage ich natürlich nichts. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das macht. Weil dann könnte ich hier so ein bisschen, jetzt wo es jetzt eh so ein bisschen nicht um die Wurst geht, sage ich mal, wo wir jetzt kein neues Gewässer entdecken. Ja, da würde ich mich drüber freuen. Können wir hier vielleicht noch ein paar richtig coole Fische fangen zusammen. So, bis jetzt noch keine Berührung hier auf den Chat. Wollen sie bisher noch nicht so richtig, den Gummifisch. Vielleicht auch die falsche Farbe. Ich habe ja noch diesen Helm mit, der auch für die Nacht ist. Vielleicht auch nicht verkehrt. Einfach mal riskieren hier die Geschichte. Aber treibt denn die Pose oder liegt die einfach nur? Ich denke, die liegt da vorne, wa? Dann sollte ich die vielleicht noch mal leicht anziehen. Mache ich gleich noch mal. Ja, Niederlanden würde ich auch gerne mal angeln. Auf jeden Fall. Gibt es eine schöne, bestimmt schöne Stellen, die man natürlich erst finden muss, wo man richtig schön Barsche in Frequenz fängt. Zu Flussbarsche meine ich. So, was ist mit der Grundrute los? Tut sich momentan nichts. So, jetzt machen wir auch mal hier einen Weitwurf. Einfach mal, weil wir es können. Auf der anderen Seite. Oh, das ist aber sehr tief. Das sind doch 10 Meter, wa? 11,9. Okay. Krass, da geht der richtig tief runter nochmal. In der Mitte. Na gut, bei dem Schiffsverkehr hier, da reichen 4 Meter anscheinend nicht aus. Was?
Och, ich hing irgendwo, Leute. Ich hing irgendwo. Steht's oder steht's nicht? Ach, so richtig sehe ich es nicht. Ich kann mich ja nicht hinhocken hier. Gut, dann lassen wir es erstmal da. Ah, die Flunder oder irgendwas wollte doch Krebs haben. Können wir natürlich auch mal probieren jetzt. Wenn wir schon mal am Testen sind, aber vielleicht sind die viel, viel weiter draußen. Obwohl ich immer so dachte, an der Kante hier ist ein guter Spot. In der Elbe war das immer so. Da haben die immer meistens genau an der Kante gebissen, die Fische. Da hatte ich sogar mal auf die Spinnrute ein klein Aal gefangen. Spinnrute mit kleinen Gummifisch. Ah, es war wirklich nur ein kleiner Aal. Haben wir wieder reingetan. Ich glaube, der hatte 45 oder so. War wirklich eine kleine Montage an der ganz leichten Rute. 2 bis 10 Gramm. Und wollte da ein paar Barsche rauskitzeln. Und da hat der kleine Aal gebissen. Ich weiß nicht, die haben den Raubaal genannt. Er war auch irgendwie nicht so dunkel gefärbt, er war ganz hell gefärbt, also richtig so hellbraun. Aber keine Ahnung, ob das jetzt nochmal irgendwie eine andere Art ist. Das kann ich euch gar nicht sagen. Kenne ich mich dann doch etwas zu wenig aus in der Hinsicht. Ja, die liegt bescheiden. Posenrute. Oh, da scheint was an der Grundrute zu sein. Jupp. Da zieht doch was. Yes! Huh. Na komm her, Don Kanaille, von 90 Meter. Na, alle Achtung. Ja. Ach nee. Jetzt kommt der kaputte schon wieder. Freilich. Vor allem 1,5 Stunden später schippert er schon wieder hier lang. Gibt's doch gar nicht. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was das ist. Ich tippe jetzt mal auf Flunder. Aber ich weiß es wirklich nicht. Oh. Ja, ist wirklich ein Flunder. Uiuiuiuiui. Okay, wir haben noch keine einzigartige gefangen, weil das ist unser neuer PB. Flunder in Trophäengröße. Mein Gott. Arnold, du siehst nicht gut aus. Hast du einen Silberblick? Ich finde, das sind schon seltsame Fische. Aber irgendwie auch cool. Okay, nehmen wir mit. 1,7 Kilo. Dann hauen wir noch mal dahin, bevor der uns in die Schnur reinballert. Da ist das Ding noch mal raus hier. Ja, da ist sackentief. Cool. Fast 12 Meter. Sehr schön, dass das jetzt mal geklappt hat. Okay, dann wollten wir ja wieder hier vorne ein bisschen beangeln, gell? Ja, Mensch, du hast mich vorhin schon gegrüßt. Wenn du wenigstens jemand anders wärst. Aber nee. Verschiff weiter deine Kohlen und sei ruhig. Obwohl, der transportiert keine Kohlen, gell? Der hat ja hier so Container drauf. Oh, das ging aber schnell. Huh.
Oh, die ist schon ein wenig besser. Was, der Köder wurde zu weit wegbewegt, der Fisch ist weg. Was für ein Köder und. die ist aber schon golden hier, die Presse. Die ist schon, das ist schon eine normale. Das ist schon so eine, da habe ich auch schon mehrere von gefangen. Schöne schwarze Flossen hat sie. Keine Laichpunkte. Okay, das ist doch schon mal was. Gleich wieder raus. Oh, nee. Oh, jetzt ist etwas an der Grundroute. Also weiß ich nicht, was das gerade von der Anzeige sein sollte mit den Haken. Aber an der Grundroute geht es gleich rund. Ja, ist was Kleineres, leider. Aber vielleicht überrascht uns ja jetzt hier auch ein schöner Barsch oder sowas. Dann würde sich ja auch den Schein holen. Aber auf die andere Seite komme ich hier gar nicht, oder? Weil Boot kann man nicht benutzen. Nee. Also geht das nur von der Uferseite hier. Ja, definitiv was Kleineres. Könnte aber auch ein netter Zander sein. Oh ja, ist es auch. Okay, fast 2 Kilo. Fast 2 Kilo. Hübsch. Hübsches Tierchen. Also treiben sich dort gleich mehrere rum. Die geben auch gut Geld. Fast 800 Kartoffeln. Ja, okay. Einfach mal wieder volles Produkt. Und 12 Meter diesmal. 12 Meter. Ah, schade. Wieder nur 11,9. Aber da passt doch jetzt auch die Frequenz. Hose. Aber jetzt nicht so. Ich werf mal ein Stückchen weiter. Oh. Wie? Ja, das ging ja mega schnell. Cool. Ja, da komme ich erstmal gar nicht zum Spinnangeln hier. So habe ich mir das vorgestellt. Der Anfang ein bisschen schleppend, aber jetzt schon A-Land, Zander, Flunder, Brasse. Das ist doch cool. Jeha, ich sag doch, der Schluck Kaffee. Danach ist alles wieder besser geworden. So, das würde ich jetzt fast wieder als Zander einordnen. Ah. Nee, Aal! Aal am Tag! Ich wär blöde! Oh! Leute! Neuer Rekord! Du musst diesen Fisch freilassen, um eine 5.000 € Geldstrafe zu vermeiden. Oder du kannst es riskieren und dich auf dein Glück verlassen. Oh, ich habe irgendwie Lust, ihn einfach mitzunehmen. Leute, 100 Zentimeter. Wisst ihr, was das für ein schöner Aal ist? Da gehört doch in den Räucherofen. Schön. Im Normalfall schlucken die ja auch den Haken so weit. Deswegen wundere ich mich, wie die dann auf Aal angeln hier in den Niederlanden, wenn man die wirklich wieder freilassen muss. Aber da kenne ich mich auch nicht aus mit den Bestimmungen. Aber ihr wisst, was zu tun ist. Wenn ich was nicht weiß, ab in die Kommentare. Boah, fast 2 Kilo, das ist ein richtiger Prügel. Ha, fast wieder alle meiner Hose. Nein, natürlich nicht, das ist nur 8 cm Gebäudekraft. Okay, wir haben europäischen Eindruck. Ja, was passiert aber, wenn ich den jetzt mitnehme? Da gibt ja jetzt auch nicht super viel XP, deswegen, ja, okay, ich lasse ihn frei.
Weil die Kiloanzahl bringt mir im Prinzip ja auch nichts. Da hinten ist alles vertreten. Leute, in der Ecke, das ist ja unklar. Unklar, unklar, sage ich nur. Dann eben sah es so aus, als würde die Pose auch abgehen, aber da ist jetzt noch nichts passiert. Schade eigentlich. Wo sind sie denn hin, unsere Brassen? Doch noch mal ein Stückchen weiter hier. Okay, noch mal eine Ecke weiter. Dann bitte Action. Bitte Action. So, jetzt hau ich hier aber wirklich noch mal was anderes dran. Weil irgendwie, ihr seht ja selber, wollen sie nicht so richtig. Einen dicken Spinner. Das ist natürlich ganz schönes Gerät. Aber wir versuchen es mal. Geil, 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 geil. Eine Aal am Tag. Das ist natürlich. Das erlebt man nicht ganz so oft. Vorhin dann nicht so ein. Ein Riese. Bin ich mal gespannt, was sich jetzt hier den Haken einverleibt. Ob wir überhaupt ein paar Bisse kriegen. Ja, und ich glaube, für das normale Fishing Planet, da kommt ja, glaube ich, bald wieder ein Update raus. Deswegen. Ich bin guter Hoffnung, der Basti hat es mir geschrieben, dass das vielleicht auch für die Konsolenversion oder die Disk-Version rauskommt, aber ich weiß nicht, ob die, ja, ob die Publisher und Produzenten sich da irgendwie einig sind, das kann ich euch gar nicht sagen. Jetzt schnabuliert was, da schnabuliert was an der Pose. Eindeutig. Und weg ist er. Ja. Hör. Oh, wieder eine schöne Brasse. Und die ist. Na, ist nochmal einen kleinen Ticken größer. Ah, schönes Tier, fast ein Kilo. Na, die sind hier so an der Ecke irgendwie, gell? Ja, hauen wir da nochmal hin. So. Wäre cool, wenn jetzt die Grundrute auch nochmal abgeht. Das würde ich mega finden. Ja, Mensch! Wie aufs Stichwort. Oh, das ist was Kleineres. Kommt jetzt etwa noch der Trophäenbarsch hinzu? Gut, wir haben ja den einzigartigen gefangen, den einzigartigen Flussbarsch. Da bin ich schon mal richtig froh, dass wir den abgehakt haben. Eigentlich schon recht viele, das müssen wir uns auch nochmal angucken. Wenn ich es nicht vergesse, am Anfang vom nächsten Part gucken wir mal über die einzigartigen Fische drüber. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ah, Kollege Zander. Das ist kein Riese, aber. Immerhin ein schöner Bursche. Immerhin ein schöner Bursche. So, den letzten Fisch, auf den warte ich. Oh, da ist er doch schon. Na dann, ist das unser letzter. Hier, für heute. Ah!
Oh, das könnte noch eine bisschen bessere Brasse sein. Yes! Yes. Nicht viel, aber nochmal einen Zentimeter draufgepackt oder anderthalb. Den Kilo knackt man wahrscheinlich noch. Also, schön. Okay, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn es heißt, der Affenkönig dämlich spielt The Fisherman. Und ansonsten noch einen schönen Tag. Like da lassen, abonnieren, ihr wisst Bescheid. Macht's gut, euer Affenkönig.